Einfach. Hörst du uns? Ja, ich höre euch über den Stream. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich, aber über den Jetzt höre ich. Stream, Ja, okay. du solltest uns eigentlich so auch hören. Ja. Moment, ich werde meine Frage jetzt in den Live-Chat stellen. Na, da stell sie einfach jetzt und wir werden sie beantworten. Ja, okay. Irgendwie, der Hörer hat da den Stream laufen und kommt da, glaube ich, durcheinander. Das ist ein bisschen problematisch. Ja. Es ist submitted. Na gut, dann werde ich die Frage jetzt einfach vorlesen. Und zwar, Marcel fragt da, ich nehme an, das ist der Herr, der jetzt gerade angerufen hat, Herr Papa macht viele Hypothesen und schildert uns die Theorie, geschweige denn Beweise. Er definiert sich selbst als ein Teil Gottes vom Urknall her. Gerade das ist pyramidales Denken. Was hält er von der Sicht, dass jeder selbst eine Unendlichkeit neben unendlich vielen Unendlichkeiten ist? Klingt das nicht gesünder und fairer? Ich glaube, die Frage hast du schon vorher beantwortet, aber bitte. Nee. Darf ich was dazu sagen? Ja, natürlich. Ja, das sind die Alltagsfragen oder so, die dann kommen von irgendwelchen Mystiker oder so. Also ich nenne sie mal Mystiker, die sich halt ihren Tag rosarot träumen, wenn sie sonst nichts zu tun haben. Nee, er muss da ein bisschen was falsch verstanden haben oder so. Ich habe nichts gesagt, ich hebe mich da raus, indem ich behaupte, dass ich die Person bin, dieser Menschensohn, der in der Bibel drin auftaucht oder bei Nostradamus, dieser Kirin. Sondern es geht ja gar nicht um mich als Person, sondern es geht ja um die Entdeckung. Also ich selber als Person sehe mich ja nicht wie der Nachbar von nebenan oder so. Also ich bin ein ganz normaler Mensch und ich habe auch nichts mit Religion, mit Mystik was am Hut. Mir geht es auch nicht darum, irgendwie meine Person oder mein Name da rauszustellen, sondern mir geht es einfach nur um das, was ich da entdeckt habe. Und er kennt jetzt vielleicht 5 Sätze oder 20 Sätze oder 10 Seiten von dem, was ich jemals zu sagen gehabt hatte oder in meiner Publikation drin quasi habe. Aber er kennt die ganze Geschichte nicht und mein ganzes Manuskript ist kein Problem. Hat 1500 Seiten vom Manuskript in A4 her, Ja. kann ich ihm gern zuschicken, kann er sich durchlesen und kann dann auch explizit eine Frage dazu stellen, wenn denn noch irgendwelche Fragen offen sind. Was Naja, aber nicht. aber die Sache ist die, also du hast aber die Tendenz, dann Leute, die das hinterfragen, mit einer völligen Fülle an Informationen zu ertränken, aber es wird für mich eigentlich teilweise überhaupt nicht klarer, was du eigentlich meinst. Das ist, finde ich, ein bisschen das Problem an dem Ganzen. Da muss ich jetzt also dir in Anführungsstrichen den Vorwurf machen, ich habe die letzte Frage nicht verstanden, was du damit meinst. Du ertränkst jeden, der das Das habe ich verstanden, das hinterfragt, andere mit meinst. einer Fülle an Informationen, die es nicht viel klarer machen. Das ist aber das Problem, weil in dem Ja, das Augenblick. ist das Problem. Natürlich ist es ein Problem. Also für mich Man fehlt da muss. immer ein bisschen der Kern des Ganzen. Ich meine. Der Kern des Ganzen ist ganz einfach Verhinderung. Der sogenannte, also bekannt ist es eigentlich als Apokalypse. Ja. Und tatsächlich bedeutet aber Apokalypse aus dem Griechischen raus oder so nichts anderes wie das Aufzudeckende. Es ist auch ein gigantisches Missverständnis, also alleine nur in diesem Begriff drin. Und wenn ich halt diese Apokalypse irgendwie mit Weltuntergang oder sonst irgendwie assoziiere, weil uns das halt 2000 Jahre von der römisch-katholischen Kirche oder von sonst irgendjemand, der halt, gelinde gesagt, nicht alle Waffen in der Backstube hat, den habe ich ein Problem. Da habe ich ein Problem, dass ich mit meiner Geschichte ankomme, dass das überhaupt verstanden wird. Und dann muss man sich natürlich auch vergewärtigen. Ich habe diese ganze Geschichte, die ich da quasi darstelle und die ich halt wirklich explizit darstelle und wo überhaupt nichts Verwirrendes drin ist, wenn man es denn von A bis Z kennt, während 12 Jahre quasi recherchiert. Ich weiß nicht, wie viele zigtausende Artikel und zig hunderte von Büchern, dass ich da dazu Ja, gelesen habe. okay, das ist mir schon. Aber jetzt zum Beispiel eine Moment, konkrete Moment. Frage. Na, eine konkrete Frage. Wie verhindern wir die Apokalypse von Moon? Wie kann man das verhindern? Das allererste, wie man sie verhindern kann, ist A, erstens mal, dass man überhaupt weiß, um was es geht. Ja? Ja. Das zweite ist, dass man weiß, warum ist das so? Weil erst in dem Augenblick, wenn ich quasi diese Warum-Frage beantwortet habe, dann weiß ich, wo die Ursache ist von diesem ganzen Problem. Und dieses ganze Problem, diese Ursache, die ist quasi letztendlich innerhalb dieser Manipulation unserer Geschichte quasi zu suchen, wo ich denn sagen kann, wer ist die Ursache, wo ist das Land, also welches ist das Land oder so und warum ist das so, was für Leute sind das in Wirklichkeit, wer wird da mit welchem Mittel wie verarscht, auf Deutsch gesagt.
Okay. Wir werden alle verarscht. Und da meine ich, dass einfach das, was ich zu sagen habe, oder so, ein bisschen ein klarerer Durchblick bringt, damit man das versteht, was da eigentlich wirklich vor sich geht, was da wirklich passiert. Um letztendlich dann auch quasi über dieses Verständnis weg oder so, denn einfach nur diejenigen, die ganze Chose letztendlich denn verursacht haben, also quasi unsere sogenannten Mächtigen, da dazu zu bringen, dass sie das Telefon in die Hand nehmen und sagen, Moment mal, wir machen jetzt mal Konferenz untereinander, wir sind diejenigen, die an der sogenannte rote Knöpfe drücken oder so, die quasi diese Atomwaffen oder diese überhaupt sonst wie sich für Selbstständige die Bedrohung quasi ausschalten können, indem wir einfach mal den Stecker ziehen und abwarten, was hat der Typ uns zu erzählen. Und von dem Augenblick, wo wir das wissen, was der Typ zu uns zu erzählen hat, wie das im Ganzen quasi abgelaufen ist und warum dass diese Prophezeiungen überhaupt existieren, auch in der Bibel drin oder die ganze Kodierung in der Bibel drin, in dem Augenblick kann ich dann auch eine Entscheidung kann sagen, okay, ich habe das verstanden, aha, das und das und das ist passiert, so und so kann ich das verhindern, also tue ich es. Und damit ist diese Welt gerettet und nicht durch ein Hussein, ja, wie kann das verhindern? Wie kann man es verhindern jetzt? Ich meine, okay, es ist wichtig, dass man die Informationen hat, dass man das mal prinzipiell versteht, woher das kommt und so weiter. Das verstehe ich. Genau. Aber was kann man dann konkret tun, um es zu verhindern? Das habe ich noch überhaupt nicht gehört von dir jetzt. Ganz einfach, du und ich können das nicht verhindern. Unsere Hörer können das auch nicht verhindern, aber diejenigen, die quasi unsere Mächtigen sind, also quasi diejenigen in der Politik, was zu sagen, eine Frau Merkel könnte das verhindern, ein Steinmeier... Eine Frau Merkel könnte das verhindern? Bist du dir da ganz sicher? Im Augenblick, wenn die Merkel das Telefon in der Hand nimmt oder so und mit ihrem Amtskollegen in Frankreich, in Paris, mit dem Sarkozy telefoniert und sagt, pass auf, ich hab da jemand so und so und so, der erklärt da irgendeine Geschichte oder so, die ist mega heiß. Da läuft eine Sache ab, also die mir A, erstens mal noch gar nicht erkannt haben, B, die mir gar nicht überblicken können, C, wo er einige also Daten vorlegt oder so, die sehr, sehr in die Richtung reingehen oder so, dass es eine Realität ist. In dem Augenblick kann ich das verhindern, wenn die dann auch quasi sagen, Moment mal, egal was im Moment passiert, da wird keine Waffe angefasst. Also quasi der Startpunkt gar nicht einmal erreicht. Dass es da dazu kommen kann, dass es zum Dritten Weltkrieg kommt, der dann auch irgendwie eskaliert. Das heißt, dein Lösungsvorschlag ist jetzt also, dass wir auf unsere politischen gewählten Volksvertreter einwirken. Im Endeffekt auf alle. Auf alle. Also die allererste, die ich da angehen müsste, oder so, damit das publik wird, wären eigentlich die großen Medien. Denen müsste ich das klar machen. Da habe ich auch wirklich. Ja, aber die wollen ja nicht. Die wollen ja seit. Die wollen das ja nicht. Ich meine, die Frage. Okay, dann formuliere die Frage um. Wie kann man. Politiker oder Medien dazu bringen, dass sie sich damit auseinandersetzen, weil das tun sie einfach nicht. Also das ist ja das mega große Problem, gegen das ich natürlich da auch ankämpfen muss, weil das sind natürlich auch über die Prophezeiungen von Nostradamus oder biblische oder sonstige Prophezeiungen von irgendwelchen wirklich birnenweichen Leuten so viel Quatsch in die Welt gesetzt worden und so viel Unwahrheites und so viel Hirnverdrehendes oder so, dass solche Leute denn wirklich mal Fakten auf den Tisch legen können und untereinander quasi die Verschlüsselungen quasi entschlüsseln können und so darstellen können, dass sie wirklich jeder versteht, der ein bisschen weiter wie auf 3 zählen kann, die haben es denn wahnsinnig schwer. Weil wenn ich irgendwo hingehe oder so und nehme einfach nur diesen Begriff Bibel in den Mund und sage, du, ich habe da was rausgefunden in Bibel und in Bezug auf Prophezeiungen, du, dann gehen doch alle Schubladen runter. Sämtliche Augendeckel. Ich habe das mal erlebt im Treffen in Basel, im Hilton Hotel war das, wo ich ein paar Leute angesprochen habe, also explizit war das Peter Grasser und der Hartwig Hausdorf damals, die ja auch in diesem Bereich drin, was Enthüllungen in dieser Sache anbelangt, mal Anspruch habe oder so. Und den Hartwig habe ich damals angesprochen und habe gesagt, du, ich habe da was Neues zu Nostradamus prophezeien, hast du richtig gesehen, wie die Augendeckel runtergegangen sind. Und dann habe ich einfach 2, 3 Schlüsselbegriffe gebraucht oder so und plötzlich gingen die Augen wieder auf und die Ohren auf Hab-Acht-Stellung. Und den habe ich ein paar Sätze erzählt oder so und daraus wurde eine Freundschaft, die eigentlich bis heute noch anhält. Ja. Marcel bedankt sich zwar für die Antwort, aber es beantwortet leider offenbar seine Frage nicht ganz. Du hast vorher die Apokalypse erwähnt, die englische Übersetzung dafür wäre vielleicht ja, Disclosure. Und somit wären wir beim anderen interessanten Thema, beim sehr interessanten Thema, finde ich, gerade jetzt wieder das neue Buch von Iloband von Ludwiger in die Hände bekommen und ein bisschen drin angefangen zu lesen. Sehr interessant am Anfang, ja. Zumindest schon. Ja, diese seltsamen Erscheinungen, die wir am Himmel beobachten, passen. Hast du die auch irgendwie da jetzt integriert in das Ganze? Ja, klar, natürlich. Also wenn man weiß, wie dieses Order der Kraftsystem
richtig funktioniert, sondern den weiß ich, ich kann aus menschlichem Bewusstsein. Man muss sich das ganz einfach vorstellen, damit man da mal ein bisschen... Also ich spreche jetzt ganz konkret vom UFO-Phänomen. Moment. Ganz schnell, zwei Sätze, ganz einfache Sache. Wir wissen, der Mensch hat fünf Sinne. Über diese fünf Sinne nimmt er eine Datenmenge pro Stunde auf, die in etwa 10 Millionen DIN A4 Seiten an Datenmaterial entspricht. Von diesem ganzen Datenmaterial oder so wird ihm allerdings also nur bewusst rund 1000 Seiten A4. Das beinhaltet also sämtliche Informationen, egal ob ich jetzt Informationen quasi über die Augen, über die Ohren, über die Haut oder sonst irgendwie quasi mir einverleibe oder so. Das kann Geruch sein, das kann alles möglich sein, kann bestimmter Ton sein, alles drum und dran. Jetzt muss man sich vorstellen, also quasi, da gibt es jemanden, der mal eine Relation dazu gesetzt hat oder so. Wir kriegen eigentlich 2% von der Realität kriegen wir mit und 98% kriegen wir nicht mit. Und wenn man da mal ein bisschen tiefer geht oder so, dann muss man einfach sagen, dass der Mensch eigentlich ein sehr erfassungsschwacher, mechanischer Apparat ist, in Anführungsstrich, der eigentlich von seiner Umwelt fast gar nichts mitkriegt. Und in dem Augenblick, wenn man dann nachher das umsetzt auf diese ganze Himmelserscheinung, also ob das jetzt UFOs sind oder sonst irgendwas, da ist übrigens auch in diesem Bericht, den ich dir gestern geschickt habe, von dieser russischen Seite ein paar ganz interessante Sachen drin in Bezug mit dem Dritten Reich und in Bezug, wohin das dieses Wissen dann auch letztendlich ging. Also in die USA. Hatte leider noch keine Gelegenheit, mir das anzusehen, sorry. Schade. Habe ich mir gestern Nacht mal angetan, nachdem mein Rechner wieder also perfekt lief. Auf jeden Fall, also man kann über diese sogenannte Orte der Kraftsysteme eigentlich bestimmte Ereignisse entweder ins Bewusstsein einblenden von einem Mensch oder man kann sie ausblenden. Das heißt, UFOs sind nichts anderes als Dinge, die zwar eigentlich immer da sind, aber dann sehen wir sie plötzlich. Ja, aber da gibt es also auch Sichtungen, die passen da überhaupt nicht rein. Also damit erklärst du natürlich nicht das ganze Phänomen. Aber okay, wahrscheinlich kann man das ganze Phänomen. Muss man nicht. Nur eins muss man sich klar machen, bei den meisten UFO-Sichtungen, die mir gewertet sind. Und da habe ich übrigens auch einen Supermann, der da mal ein bisschen bessere Untersuchungen gemacht hat. Das ist der Chefredakteur von Mystery Magazin, der Luc Birgin. Der hat ja die UFO-Akte von der Schweizer Armee da ausgewertet. Und mit ihm habe ich eigentlich auch vor ein paar Jahren noch einen regen Kontakt gehabt, bis er dann nachher erkrankt ist und dann ist es ein bisschen weniger geworden. Wir haben uns zwar bei einigen Treffen ein bisschen getroffen oder so, aber richtig warm war das sind wir nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Kontakt gehabt, einen sehr intensiven, mit einem der wichtigsten Männer im Moment, lebende Menschen überhaupt auf der ganzen Welt. Das ist der Professor Mikio Kaku, Professor für theoretische Physik an der Universität New York. Den habe ich persönlich getroffen im Büro von Erich von Däniken in der Kugel drinnen im Mystery Park zum 3-Stunden Interview. Da habe ich übrigens auch so rund 120 Bilder zugeschossen. Und wenn man sich das mal anhört, was der Mann uns da erzählt, wo eigentlich die theoretische Physik wirklich ist, was diese Sache anbelangt oder so, und das, was mir eigentlich offiziell mitkriege über die große Medien oder so, dann muss ich einfach sagen, das ist ein Witz. Weil dieser Kaku, der hat auch der Sache erzählt oder so von mindestens 12 verschiedene Dimensionen oder so, die quasi gleichzeitig am selben Ort, gleiche Zeit auf der Erde existieren oder so und die wir aber nicht sehen können, weil einfach unser Bewusstsein da so nicht ausgelegt ist für solche Sachen. Und ja, Michio Kaku ist ein sehr interessanter Mann, keine Frage. Das ist ein sehr, sehr interessanter Mann, natürlich, klar. Er ist auch einer der drei Mitbegründer der sogenannten Stringtheorie. Nur ich habe ihm dann noch ein paar Sachen gegeben, ich habe ihn dann noch quasi außerhalb diesem Interview raus den angesprochen, habe auch der erste Teil von Das größte Geheimnis Gottes, der sich natürlich auch mit dem ganzen Phänomen beschäftigt und nicht mit dem liebe Gott im religiösen Sinn, weil der ist extra kursiv gestellt. Aber er meint eigentlich den biblischen Gott, der nicht der Gott ist, wie wir das so bisher vermutet haben, und haben ein paar Schlüsselsätze den rübergegeben oder so und habt ihr nachher richtig gesehen, da sind die Augen dann immer größer geworden. Nur leider, mein Englisch ist halt zu schlecht so, dass ich ihm das alles vermitteln konnte und dieser Text von mir, damals aber auch